Servus liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Stadionblog auf meinem Kanal. Heute Bayer Leverkusen gegen Rot-Weiß Essen. Kleines Testspiel. Geht bald richtig heiß los hier auf dem Kanal. Erste Liga, zweite Liga, dritte Liga. Alles geht bald los und dementsprechend bin ich auch wieder für euch unterwegs. Deswegen lasst jetzt schon mal ein kostenloses Abo auf dem Channel da. Würde mich sehr freuen. Für die Leverkusener, ich bin auch sehr viel jetzt Leverkusen-technisch unterwegs. Heute das Testspiel gegen Essen, Supercup gegen Stuttgart bin ich dabei. Und das erste Saisonspiel gegen Gladbach werde ich natürlich auch begleiten. Und deswegen heute auch ein besonderes Augenmerk auf eure Startelf legen und wie sich die Mannschaft so präsentiert. Klar, es fehlen viele Spieler noch durch die Copa und durch die Euro. Aber dennoch, denke ich, kann man einige Spieler aus der Startelf dann auch vom ersten Spieltag sehen, wie ein Boniface oder ähnliche Konsorten. Und da werde ich euch zu sagen, was ich davon halte. Deswegen seid gespannt, abonniert schon mal, lasst schon mal ein Like da, kommentiert gerne. Und damit gehen wir rein ins Stadion. Wurden die Linien wieder
heute dabei wart und den ersten Eindruck hier auf großer Bühne sammeln können. Und jetzt seid ihr natürlich alle dabei. Nächste Woche Samstag, wenn es dann zum Hauptspiel in der Liga gegen Ackermann wieder 8 geht. Da sehen wir uns wieder, da freuen wir uns drauf. Also, alle gut nach Hause und bleibt gesund. Tschüss! Meine lieben Freunde, Spiel ist vorbei. Bayer Leverkusen bezwingt Rot-Weiß Essen mit 2:1 im Testspiel. War ein guter Test, finde ich. Sowohl die Essener als auch die Leverkusener haben sich gut präsentiert. Hätten auch deutlich mehr Tore noch fallen können. Chancen waren genug da für beide Mannschaften. Ja, was kann man zu Leverkusen sagen? Boniface hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da müssen wir als Gladbacher uns echt vor in Acht nehmen, der ist brandgefährlich, der Mann. Auch Teller hat mir gut gefallen, hat sich auch mit einem Tor belohnt. Ja, Leverkusen wird natürlich noch deutlich stärker sein, wenn die ganzen Nazio-Spieler zurück sind, die jetzt bei der EM oder bei der Copa waren. Also das ist schon eine brutale Truppe, selbst die zweite Mannschaft jetzt. Schon heftig, was die Leverkusener da auf den Platz bringen. Ja, Rot-Weiß Essen, finde ich, hat die Zweikämpfe gut angenommen, wirkten auch alle sehr fit. Zweite Halbzeit, klar, Leverkusen hatte viel Ballbesitz, kurz ein bisschen weniger mit der Fitness, das hat man schon ab und an gemerkt. Aber ja, man merkt, dass da jetzt in einer Woche der Ligabetrieb losgeht und ich würde sagen, die Chancen für die Essener stehen auch gar nicht so schlecht, da was zu reißen. In dem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Video, haut rein. Abonniert, folgt, liked. Bis demnächst.